Hallo und herzlich willkommen zu Clean and Simple. Heute habe ich mal wieder eine Karte, bei der eigentlich nur gestempelt wird. Das heißt, ihr braucht ein Stempelset eurer Wahl und ein paar verschiedene Stempelfarben, wenn ihr möchtet, noch ein Label und dann kann es gleich losgehen. Ihr seht, ich habe mir hier schon ein paar Sachen bereitgelegt und zwar habe ich hier wie immer eine ganz normale Grundkarte und ein Papier, das mal wieder ein bisschen kleiner zugeschnitten ist. Dann habe ich hier schon verschiedene Stempel liegen aus diesem Set hier und an Farben einmal Blaubeere, Rokoko, Rosa und Apfelgrün. Dann nehme ich als erstes mein Apfelgrün und die schöne Ranke aus dem Set. Ich mag besonders, dass die nicht so dominant abstempelt, also dass die so ein bisschen verwischt ist. Und es gibt halt noch eine zweite hier mit, das ist eigentlich mehr ein Zweig, würde ich jetzt mal behaupten. Die stempel ich jetzt hier noch so schräg daneben. Und schau nochmal, dass ich das hier oben aus der ganzen anderen Ranke auch noch mal so rausbekomme. So, dann bin ich mit denen soweit jetzt erstmal fertig und mache dann weiter mit meinen Blüten. Als erstes nehme ich jetzt einmal die Blüten hier in Blaubeere und zwar sind das diese oder ist das diese kleine Rose hier. Und mit der stempel ich jetzt hier erstmal ab. Erstmal hier, da wo der Übergang nicht ganz so schön ist, damit das noch mal ein bisschen überdeckt wird. Und auch hier unten nochmal. Und dann nehme ich jetzt erstmal diese kleine Blüte in meinem Rokoko-Rosa. Hoppla. Und stempel die jetzt noch hier in den Zweig als Blüte und auch einmal hier so dazwischen. Und dann brauche ich jetzt natürlich noch einen Spruch. Dafür nehme ich jetzt erstmal hier ein Restpapier. Und muss mir jetzt natürlich überlegen, in welcher Farbe ich das jetzt. Da kann ich euch nämlich noch mal den Trick zeigen, den ich euch häufiger schon gezeigt habe. Und zwar, nein, mache ich es in Apfelgrün. So. Einmal stempeln. Jetzt müssen wir gucken. So ist, glaube ich, am geschicktesten. So. Oh, da ist schon wieder ziemlich weit unten. Und dann habe ich hier dieses Etikett, mit dem habe ich euch schon mal gezeigt, wie man schön neue Labels machen kann. Und zwar fange ich jetzt erstmal an, indem ich hier das Ganze so möglichst weit oben stanze. Und dann nehme ich mir ein Post-it. Und muss jetzt gerade mal überlegen. So stand sich. So stand sich. Moment. Ist mich gerade etwas verwirrt. So muss es. Nein, muss es nicht. Wenn man nicht ordentlich nachdenkt. So. Also. Ihr seht, bei mir klappt das auch nicht immer auf Anhieb. Ich muss manchmal auch noch ein bisschen nachdenken und probieren. So, und jetzt lege ich das hier wieder, da habt ihr ja diese Kanten, ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Ich zeige es euch nochmal so. Also ihr habt jetzt hier diese Kanten von dem Label und das versuche ich jetzt hier an diese Kanten wieder zu schieben, die auch innen sind. Also ich übertreibe es jetzt mal, da seht ihr, da geht es jetzt ein bisschen zu hoch und wenn ich das jetzt runterziehe, verschwindet das. Ich muss es jetzt allerdings ein bisschen anders ziehen, damit ich auch was sehen kann und das auch hübsch wird. Aber ich habe jetzt noch so viel Platz, dass ich tatsächlich noch ein bisschen höher gehen kann. Jetzt muss ich schauen, dass ich das möglichst gerade hinkriege. Und dann kann ich das einfach ausstanzen.
und hier jetzt den Rest vom Post-it abziehen. Und dann nehme ich mir jetzt ein Dimensional und klebe das Ganze jetzt hier noch in die Lücke. Und dann muss das Ganze nur noch auf die Karte. Dann sind wir auch schon wieder fertig. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dir gefällt meine Karte. Ich freue mich natürlich, wenn du mir Fotos von deinen gebastelten Karten zeigst. Das kannst du gerne auf Facebook tun. Da gibt es auch immer einen entsprechenden Post auf meiner Seite. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, freue ich mich natürlich, wenn du das jetzt auch noch tust. Denn dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal. Bis dann!